Hallo und willkommen zu Part 2 der kleinen Call of Duty 2 Multiplayer Schlachten Miniserie. Was ich in Part 1 vergessen hatte zu sagen am Anfang war zum Beispiel, dass wir gar nicht nett zueinander sind. Das heißt, es werden sehr derbe Worte fallen. Größtenteils von mir. Und dass es auch keinerlei Verabschiedung gibt, weil das eben einfach so spontan aufgenommen wurde und ich das nicht geplant habe und die mir eh, wenn ich es da versucht hätte, eine Verabschiedung zu machen, hätten die mir eh da total reingeblökt. Das hätte sowieso nicht funktioniert und ich hatte auch keinen, um ehrlich zu sein, sehe ich keinen Sinn darin, eine aufzunehmen und nachzuschneiden. Also, wenn vorbei ist, ist vorbei. Mit diesem zweiten Part hört diese Miniserie jetzt auch auf. Ich weiß nicht, ob ich, vielleicht könnte sein, dass ich nochmal ein paar Parts einfach produziere. Das wird dann aber separat vom eigentlichen Uploadplan oder Kanon passieren und auch nicht zur Regel werden. Ich würde das einfach nur aus Spaß an der Freude machen. Ich habe auch keinen hohen Produktionsaufwand hier reingesteckt. Ja, wie gesagt, aber damit wäre eigentlich alles gesagt. Feedback natürlich immer da lassen, wie ihr das Ganze hier findet. Ist halt auch mal was Neues, Call of Duty. Naja, eigentlich nicht. Auch mal was anderes jetzt auch noch. Das Zweier zum Auftakt vom World War 2, was ja wieder selbe Setting hat. Aber jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert. Viel Spaß mit dem nun folgenden Ich glaube, Gameplay. Louis, dein Kommentar war sehr, sehr richtig. Louis, du bist doch Chemiestudent, oder? Aber Physik. Ja, super, da das so ein Ich Riesenunterschied ist, erkläre dir Urs. gleich, Guten Morgen. Ja, das ja sowieso. Warte. Aber ich fand das gerade überzeugend, Louis. Ich glaub dir das. Feuerball finde ich, ja, aber brennt nicht. Ja? Ja, dafür hat der Louis erstmal Lob von mir gekriegt. Ich habe nämlich einmal vorbeigeschossen. Nur deswegen. Du könntest das mal so ultra geil, ultra eher. Nein. Moment. Ich muss kurz meine Wörter wieder sammeln. Was? Das heißt, du musst erstmal Wikipedia aufmachen. Also gut, wo haben wir uns jetzt geeinigt? Was ist die Sonne? Saugas. Hat gerade einer gefurzt. Nee, ich hab meinen Stuhl tatsächlich. In dem Fall hat mein Stuhl geknarzt. Vorhin habe ich mich jetzt auch, das hätte ich jetzt auch behauptet. Na gut, ich glaub dir mal, ich bin mal gnädig. Aber ist dem eigentlich so, Louis, dass man ein Feuer als Plasma bezeichnet? Weißt du das? Wie bitte? Dass ein Feuer ein Plasma ist, weißt du das? Also ist eine Frage, ob du das, ob dem so ist. Ach, keine Ahnung, Was ist ehrlich denn ein gesagt. Plasma eigentlich genau? Ultra heißes Gas. Ja, nee, nicht nur ein ultra heißes Gas, sondern auch ein. Kennst du nicht Blutplasma? Ja. Das ist doch was anderes. Ein Zustand, in dem die. Ach, Gottes Willen. Ja, ich glaube, das war mal Gottes Wille, dass das so läuft. Kriegen wir da heute noch eine Antwort drauf oder muss Urs jetzt wieder Wikipedia aufschlagen? Ich habe gegoogelt, bei Wikipedia steht nur Plasma und Feuer, aber Flamme jedenfalls. Na gut, Flamme und Feuer ist jetzt nicht so weit weg, oder? Dass das der Bereich ist, in dem irgendwie du nicht ganz klar zuordnen kannst, in welcher Molekularstruktur die Atome sind. Also, laut einem Wikipedia-Link, die Flamme verformt sich im elektrischen Feld, da sie ein Plasma ist. Aber es ist so ein Grenzfall. Ist das jetzt auf die Sonne bezogen oder auf Plasma generell? Auf eine Flamme. Achso. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was ein Also, Plasma ist. ja, ich ziehe jetzt aus dem Forum, keine Ahnung, wie valide das Ganze ist. Im Prinzip schon, aber es ist relativ schlecht verwertbar, was aber auch davon abhängt, was du genau unter Feuer verstehst. Um ein ordentliches Plasma zu sein, in Anführungszeichen, muss es schon ordentlich warm sein. Ein Acetylen-Sauerstoff gemischt ist auch Feuer, aber wenigstens schön warm. Keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat, aber. Vielleicht war das vor oben gefragt. Ein anderer sagt, ich habe mal gelernt, es gibt vier Aggregatzustände. Fest, flüssig, gasförmig, Plasma. Feuer wäre daher kein Plasma, weil es kein Aggregatzustand ist. Was? Was Feuer erst? Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Plasma als
Plasma ist ein Aggregatzustand? Als Aggregat? Ja, doch, es gibt Plasma als Aggregatzustand. Aber ich weiß nicht, ob das Plasma-Aggregatzustand was anderes ist als Plasma. Dings halt. Zeug. Haben wir jetzt endlich geklärt, was Plasma genau ist? Nein, das ist. Warte. Ich kann es dir vorlesen, aber diese Wikipedia-Seite ist eindeutig viel zu lang. Ah! War ein schönes Duell, Max. Ah, du Arschloch! Ist der Urs überhaupt dabei oder steht er nur in der Ecke? Ich bin gerade wieder zurückgekommen. So, okay. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Aber Anton hat doch gerade nichts zu tun, der kann doch eigentlich mal. Anton, nee. Mach uns mal bitte schlau. Ich muss gerade This War of Mine spielen und ganz viel. Schnaps brennen und Medikamente herstellen. Das hab ich nicht mal einen Playthrough geschafft. Ach ja, lieber saufen als Wissenschaft. Nee, das kannst du verkaufen, den Schnaps. Oder du kannst deine Leute besoffen machen, damit es ihnen besser geht. Das war überhaupt nicht das, was ich anspielen wollte, Schalke. Aber ich mache ja auch Medikamente, Urs. Ich mach das den war Schnaps. Auch nicht der... Ich mach den Mano. Schnaps her. Ja, Urs, du bist ausgebotet, du hast einfach nur Schwachsinn gelabert. This War of Mine ist aber ein sehr schönes Spiel. Ich hab's aber wie gesagt keinen Playthrough geschafft, weil mich das so depressiv gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, die Runde läuft gerade richtig gut. Ich glaub, mit dem DLC, wo du dich dann halt um Kinder kümmern musst, das ist nochmal schlimmer. Oh, nee. Aber dieser Text, auf dem das alles wohl basiert, der ist richtig gut. Nee, irgendwie läuft's gerade bei mir halt total gut. Ich weiß nicht, ich hatte einen super Start. Dann das konnte ich. Doch nicht. Oh, du Fotze. Wirklich, Max? Max zerstört wieder Duelle. Da war ein Spalt, ich hab ihn genutzt. War ein Spaß, er hat geschossen. Och. Und ich konnte halt relativ früh einen Soldaten lynchen, das war sehr praktisch. Wie hast du den direkt angegriffen, oder was? Es gibt doch diese eine Szene im Supermarkt, wo so ein besoffener Soldat eine Frau vergewaltigt. Nee, kenn ich nicht. Nee, kenn ich nicht. Genau, und. Ich hab so viel nicht gespielt. Ich hab nur mal einen Typen, der handelt, sein Vater war krank und er wollte mit mir handeln. Dann habe ich erst ein bisschen mit dem gehandelt und dann bin ich wieder, weil ich unbedingt Zeug brauchte, bin ich hin und hab den umgebracht. Das gibt's doch nicht. Und bei dem Typen gab's dann so viel Loot, dass ich da 3 Nächte in Folge hin bin, bis dann die Soldaten irgendwann aufgestiegen sind und dann konnte ich nicht mehr hin. Ich glaube, ich werde die Runde Call of Duty bald beenden und doch mal ein bisschen War of Mine spielen. Nein, tust du nicht. Warum darf ich das nicht? Weil ich die Aufnahmen noch laufen habe. Weil ich eigentlich auch mindestens eine Stunde Material zusammenfragen wollte. Eine Stunde aufgenommen, kannst du haben. Ich will aber mein Material haben. Ich werde öffentlich wieder nichts, was ich nicht selber gemacht habe. Schau es dir an, los, go! Boah. Na, also. Ach, das war doch. Schöner Schuss, Alter. Ach, scheiße, er war ja noch am Leben. Ja, den fand ich jetzt auch nicht schlecht. Auch ein bisschen glücklich. Ich hab mir damit gerechnet, dass Max mich gerade wieder von hinten erschossen hat oder so. Ach fuck, das lauteste, was du machen kannst, ist Treppenstufen hochlaufen. Das ist so eine Sache für sich. Also bei manchen Treppenstufen kannst du normal hochschleichen, ohne dass es jemand hört. Bei manchen geht es nett. Und wieder andere, wenn du runterschleichst, machst du bei jeder Treppe so einen extrem dämlichen Laut. Sonst würdest du runterfallen. Ja, genau. Ja, das ist bei der Treppe eben so. Bei Tushan ist das bei einer Stelle so. Richtig dämlich. Ja, es kann halt daran liegen, dass die Treppenstufen verschiedene Abstände haben irgendwie und nicht richtig programmiert sind dementsprechend. Gut, das ist aber auch ein Ding, was da denkst du in der Entwicklung nicht dran. Ja gut, aber früher oder später wird das ja so oder so aufgefallen sein.
Feind gesichtet! Okay. Jo. Fand ich auch okay. Ich nicht. Nee, ach, fuck. Dann habe ich diesen Soldaten gekillt und seitdem habe ich halt ein Sturmgewehr. Das ist echt praktisch. Oh, krass. Ich glaube, ich hatte mal eine Pistole oder so und die habe ich dann voll versucht saubeutelt. Nee, die alte, die den Kerl umgebracht hat, die war auch total fertig. Da habe ich die erst 3 Tage lang rumflennen lassen und dann habe ich gemerkt, dass ich mit der reden muss, damit die wieder fit wird. Ja, Schalke, Leute ignorieren, die im emotionalen Notstand sind, das ist immer so eine Sache. Alter, ich wusste nicht, was ich machen soll! Hat mir ja keiner gesagt! In dem Fall, weil das ja ein besoffener Soldat war, der gefragt. Der Louis ist gerade echt mal ein absoluter Todfeind hier, ey. Richtig, hat da kein Problem mit gehabt. Jo. Och man, ey. Ich bin wieder, ich bin übrigens Shortstop. Glücklich und zufrieden, oder? Was? Das ist eine Lüge. Weiß mir erstmal das Gegenteil. Ach, der war besoffen, das ist schon cool. Ja, da ist Krieg in dem Land. Da ist es schon okay, wenn er mal Soldaten umlegt. Die werden dafür bezahlt, dass sie sterben. Das ist doch legitim. Nein, es ging gerade darum, ob die das. Ich hab aber auch keine Lust mehr. Ignorieren kann, nachdem sowas passiert ist. Ach so, nee. Wenn man flennen lässt. Nein, das war bei mir, als ich die eine hat den einen umgebracht und dann ist sie vor die Depression verfallen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gedacht, die kriegt schon wieder eine Reihe. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich konnte mit der auch nichts machen in der Zeit. Die hat gesagt, sie ist so deprimiert für alles. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass sie ja mit einem anderen interagieren kann und habe den dann hingeschickt und habe dann 3-mal mit der gelabert und dann ging's wieder. Wollen wir mal die Karte wechseln? Ich bin raus. Wie, du bist raus? Aber mir hat ja keiner zugehört. Ich habe auch gesagt, ich habe keine Lust mehr. Mach eine Pause von 1 Stunde und geh dann raus. Finde ich auch nicht gut. Und wie hast du Overwatch gespielt dann so lange? Alt für den Scheiß, ich weiß nicht. Das Video von Björn fahre ich ja immer noch. Wo du dich so aufgeregt hast. Du bist von rechts gekommen, der hat dich abgeschossen, du bist umgedreht auf die andere Seite und hast dich gewundert, dass der genau weiß, dass du jetzt von links kommst. Hä? Jetzt ist es auch wirklich offiziell Wechsel zu 100%. Die Spieler der Overwatch-Liga kriegen $40.000 im Monat, im Jahr. Der Schalker sieht so aus, als würdest du heute keine volle Episode mehr zusammenbekommen, oder? Volle Episode habe ich schon, ich habe doch schon 28 Minuten aufgenommen. Das reicht. Warte lieber noch 2-3 Tage oder so und dann mach ein Best-of. Nee, Best-of ist mir zu viel Arbeit. Ich habe einfach brutal viele Dinge. Ich bin so schlecht. Nee, ernsthaft, Best-of ist mir zu viel Arbeit. Best-of gibt's dann mal, wenn das wirklich erfolgreich wird. Oder wenn es wirklich richtig cool ist und dann zusammenschneiden, schnibbeln lassen kann. Vielleicht kriege ich auch irgendwann einen dazu, dass er das für mich macht, weil diese Schnibbelei ist echt auf Dauer nervig. Ha! Alter! Wolfstein. Kannst du deinen Fanboy fragen? Hier ist ein Wetscher, ein erster FC Köln gewinnt die Europa League 17-18 und FC Köln gewinnt DFB-Pokal 17-18. Die Quote ist so gut, der kriegt bei 5 Euro Einsatz 710.864 Euro. Bei 5 Euro? Ja. Das mache ich auch. Ach ne, hier und Bundesliga auch. Was, ja, ist gut. FC Köln gewinnt alles. Ja, okay. Quasi. Auch Weltmeister. Das geht ja nicht. Doch, das geht schon, Schalke. Hier Bundesliga, die kriegen die ganze Mannschaft Bundesliga, 17-18, Nationalmannschaft. Fußball-Gesamtsieger, 1. FC Köln, Quote 500, UEFA Europa League 17-18, Fußball-Gesamtsieger, 1. FC Köln, Quote 40, deutscher DFB-Pokal, Fußball-Gesamtsieger, 1. FC Köln, 50. Warum will ich das machen? Ach, Anton, damit dass die ganze Mannschaft da in die Nationalmannschaft kriegen wollen, dann müssen die auch erstmal den Modest weiß anmalen. Wir haben Schwarz in der Fußball. Ja, der Modest ist aber trotzdem kein Deutscher. Modest! Damit nichts zu tun. Ja, damit nichts zu tun. Natürlich hat er was damit zu tun. Modest, ja, stimmt. Modest, wusstest du nicht, was die deutsche Modest. Staatsbürgerschaft hängt von der Hautfarbe ab? So, der Modest ist kein Deutscher. Hautfarbe egal. Modest ist Franzose. Ist Modest jetzt nicht in China? Doch, jetzt ist ein Chinese. Stimmt, der ist ja gewechselt. Kommt da mal durcheinander. Siehst du, also Schalke, müssen wir so
Oder sogar erst die Augen wieder umformen. Modest. Anthony Modest. Bester Song 2016 eigentlich. Ja. Ja, dann gehen die hin und nehmen ein Schalker Prunkstück auseinander und beformen das als sich selbst. Hey, wo ist der denn? Komm, da! Ey. Verdammt! Die letzten die Top-Sommertransfers 2017, 2018. Ich schicke euch mal ein Bild. Immer. 222 Millionen, Sauerei. Was ist denn los mit dir gerade? Ich bin wieder ein Free-Kill, ich habe erst einen Kill gemacht. Wie ist denn da? Bin da. Oh, ich muss ja gleich. Du bist so ruhig, deswegen bist du auch so gut. Vielleicht soll ich mal die Klappe halten. Nö, es macht keinen Spaß. Ich habe drüber nachgedacht, ich find's doof. Ich glaube, das wär's nicht. Ich hab das mal in unsere Gruppe geschickt. Ich gleich mal gucken. Also ist das mal so, der Neymar-Deal ist mehr als doppelt so viel wie der nächste teure. Ich hab da vorhin erfahren, dass der ja schon 102 oder 90 Millionen gekostet hat, als er dahin gewechselt ist. 89 Millionen. Als jetzt auf Barcelona. Das gibt's doch nicht, Mann! Ey, weißt du, bei mir halten die immer die scheiß Schüsse aus, ist doch scheiße! Hm. Ist das bei dir aus dem Fenster oder was? Ja, aber es hat schon Mittag gemacht, ja. Sieht ein bisschen aus wie so eine Siedler, wie so eine Anno 1900 Dickmilch Stadt. Ui, ich hab dich gesehen! So mit Wald daneben, die Häuser. Ja, stimmt. Anno 1902, das ist geil, das habe ich gefeiert, wie blöd. Das ist nur so ein kleiner Stadtpark. Okay, krass. In Tübingen gibt's Stadtparks? Ich dachte, das ist. Ich dachte, also das ist halt die Neckarinsel mit so einer Platanenallee und danach geht die Stadt halt erst weiter. Tübingen ist im Grunde genommen vor allem Stadtpark. Ja, ich dachte, Tübingen wäre viel zu hügelig für den Stadtpark. Ja, aber man kann wir auch. Wir sind auch auf dem Bild drauf. Ja, so, jetzt habe ich endlich mal alle gekillt, die hier im Match sind. Oh, das ist doof. Wir sind ja nur zu dritt, deswegen habe ich mal Louis verprügelt und dann habe ich dir nochmal in die Brust geschossen. Oder irgendwo anders sind, keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass du erst 3 Kills hast. Ja, ich hab nur. Ich finde scheiße. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, eure Kugeln fliegen anders. Du hättest mal lieber nicht die ganze Zeit nur Battlefield spielen sollen. Das stimmt hier nicht. Nee, das macht mich sogar eigentlich cooler. Naja. Weil ich die ganze Zeit schon im Weltkrieg unterwegs bin, ja. Ja, aber besser macht es sich nicht wirklich, ne? Jetzt war er beim Controller. Oh, verdammt, Freiburg liegt 2-0 zurück. Das ist nicht gut. Oh. Das heißt, die haben verloren, oder was? Ja, die haben 1-0, glaube ich, das Hinspiel gewonnen. Ja, das heißt, die sind raus. Das bedeutet, die sind raus, die fliegen raus. Was wird denn gerade gespielt? Supercup. Freiburg gegen Dom, irgendwas, was Dom, keine Ahnung, was Dom ist. Hast du gerade gesagt Supercup? Ja. Das ist Europa die Qualifikation. Ach so, nee, tut mir leid. Gut dann. Nee, der Dings hat vorhin Supercup gesagt, der Stein hat er mich gelogen. Der ist am Samstag. Ja, erstmal beim Sealing ein bisschen. Ach scheiße, in dem Moment habe ich nachgeladen. Die gewinnen das jetzt. Jetzt. Was hab ich denn? Was ist das denn? Musst du jetzt erstmal beim Sealing Schulter hinhalten, oder was? Ich hab erst gesagt, naja, war ja wohl doch nichts, ne? Na gut. Freiburg ist aber eigentlich gar nicht so ein schlechtes Team. Wer ist denn Dom überhaupt? Wen spielen die eigentlich genau? Ich hab keine Ahnung, was das für eine Mannschaft war. Die haben irgendwie so komische Namen gehabt. Also es könnten Finnen gewesen sein, es könnten aber auch irgendwas Rumänisches die Richtung gewesen sein. Ich das so. Wenn dich das so krass interessiert, Slowenien. Ah, Slowen. LK Domzale. Was für ein Ding. Klingt irgendwie nach einem Bier. Bier. Och, das ist doch nicht euer Ernst! Ich schieß auf den da oben, der schießt auf den unten und der unten schießt auf mich! Ja, so ist das im Krieg, da schießt jeder auf jeden. Nein, nur dass ich daneben geschossen hab. Wenn ich nämlich getroffen hätte, dann hätte der Urs mich gekriegt, aber der Louis wäre schon tot. Ja. Weißt du, wann hast du mich nicht gesehen, Schalke, oder? Hä? Ich hab dich gesehen, ja. Ich hab auch gemerkt. Du hast dich dazu entschlossen, mich zu ignorieren.
Nee, ich habe dich gehört, aber ich habe geschlossen, dich zu ignorieren, weil ich den anderen gesehen habe. Und deswegen, den wollte ich mir holen. Falsche Entscheidung. Und ich wollte ihn schnell genug kriegen, bevor du mich kriegst. Hat naja, nicht scheiß. Funktioniert, oder? Doch, ich habe ihn gekriegt. Hat geklappt. Direkt nachdem ich den erschossen habe, hast du mich gekriegt. Ach, Mist. Dreck. Oh, ich hau ab. Ja, ich auch. Oh, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich glaube, ich muss die Kampagne mal zocken. Mal wieder. Ich muss jetzt aber auch mal schlafen gehen. Hast du morgen was vor? Schon wieder 11. Ja, wir haben ab morgen so eine einwöchige Sommerakademie und da bin ich. Und mein Handy ist wieder ausgegangen. Das finde ich jetzt nicht so cool von meinem Handy, muss ich gestehen. Was, eine einwöchige Saufakademie? Nimmst du mich mit? Richtig. Nimmst du mich mit? Sommerakademie, ja genau. Und da muss ich morgen hinfahren. Und viel trinken, da würde ich jetzt aber auch schlafen. Ja. Ist das von deiner Arbeit aus, oder? Ja, von so einer Studentengruppe. Also das habe ich mit ein paar Freunden organisiert und... Ja, ist jetzt eine Woche. Du hast Freunde außer uns, jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich nicht mehr. Man soll das kaum glauben. Ja, finde ich scheiße von dir. Ich glaub das auch immer noch nicht. Ich hab die immer noch nicht gesehen. Die hast du dir bestimmt noch eingebildet. Warum bin ich jetzt wieder allein? Das ist einfach Jakob mit verstellter Stimme. Das glaub ich nicht. Der Jakob wäre niemals so gut in Call of Duty. Der Jakob wird auch niemals so blöd. Doch, oder? Warum spiele ich jetzt wieder alleine? Na, gut, bis morgen oder so. Mal schauen. Mach's gut. Ciao.